So, da bin ich wieder. Hier liegt immer noch der tote Graham Magala Wagga, keine Ahnung. Wir werden jetzt Richtung Stadt galoppieren. Unser Pferd hat wieder ein Eigenleben, führt wieder ein Eigenleben. Ich sehe die Stadt. Das ist ja die Stadt, das Dorf, die Burg. Entschuldigt, ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt. Ich weiß gerade echt nicht, was ich hier labere. Da ist eine Burg und da werden wir jetzt hinreiten. Euch werd ich mir vorknöpfen. Und nein, wir werden uns nicht die Drachen vorknöpfen, weil uns die Drachen töten. Oh, da sehen wir schon wieder Banditen. Und eine Mana-Quelle, super. Das waren Banditen und ich töte gerne Banditen. Wie viele sind es denn? Nein, die schießen schon auf mich. Nee, 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 nee. Ich will nicht mit euch kämpfen. Und da höre ich wieder Drachen. Und hier ist eine Ruine. Fragezeichen. Warum ist hier eine Ruine? Was ist hier? Oh, 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 da ist einer. Ich glaube, wir können heute wieder nicht zur Stadt. Zur Burg, weil hier sind Leute und die gucken sich ja, keine Ahnung, was macht ihr hier? Hallo? Ah, der berühmte Söldner. Weißt du eigentlich, dass sich die ehrwürdige Gemeinschaft der Magier über deine Motive Gedanken macht? Was für Motive? Nun tu mal nicht so harmlos. Überall fragst du die Leute merkwürdige Dinge und es gibt kaum ein erwähnenswertes Ereignis, bei dem nicht dein Name im Spiel ist. Da kann man sich doch seine Gedanken machen. Manche Dinge lassen sich eben nicht vermeiden. Ach, dann würdest du sagen, dass du ein Fatalist bist. Ich meinte eher, dass man keinen Einfluss darauf hat, was die Leute reden. Ja, ganz richtig. Und was führt dich nun zu mir? Vielleicht wollte ich dir ein paar merkwürdige Fragen stellen. Zum Beispiel wundere ich mich, was ein Magier der Gemeinschaft an diesem verlassenen Ort zu suchen hat. Und gewissermaßen... Ember ist alles, was ich brauche. Lass dich von ihrem Aussehen nicht täuschen. Sie ersetzt gut und gerne einen ganzen Haufen von Söldnern. Wir haben außerdem die Erfahrung gemacht, dass es... Und was ist das Ziel? Und warum möchtest du das wissen? Ich sagte dir bereits, dass... Ich frage mich nur, was dich aus deinem Studierzimmer heraustreibt. Man trifft selten ein... Vielleicht hast du schon gehört, dass sich die Leute fragen, ob es innerhalb der Gemeinschaft einen Krisenstab gibt. Und gibt es... Du sprichst gerade mit einem Mitglied des Stabes. Aber behalte diese Information für dich. Kaum zu glauben, wenn man bedenkt, wie lautstark sich der Silberne Kreis in letzter Zeit... Der Silberne Kreis ist dafür zuständig, verirrte Schäfchen zu finden, die dem Irrglauben anhängen. Die namenlose Heimsuchung sei nicht nur eine Plage, sondern Vorbote einer wahren Bedrohung von außen. Was für eine wahre Bedrohung? Die Enklave. Noch nie davon gehört? Nein, habe ich noch nicht. Sollte ich? Ich verstehe kein Wort, was die da reden. Der Nekromanten. Sie wird von jemandem namens Schwarze Flamme regiert. Man sagt, die Enklave sei die Keimzelle für eine neue Ordnung, welche das Königreich und den ganzen Kontinent beherrschen wird. Woher weißt du das? Das Studium der orkschen Mythologie ist nur einer meiner Schwerpunkte. Die Enklave hat in letzter Zeit so viel Bedeutung erlangt, dass man sie nicht mehr ignoriert. Und wäre das keine Aufgabe für... Es gibt da gewisse Meinungsverschiedenheiten unter den Mitgliedern des Krisenstabes. Mit anderen Worten, sie wissen gar nicht, was du so... Es geht nicht darum, was sie wissen. Und überhaupt, wer sollte mich aufhalten? Ich habe geschworen, dass ich den Posten aufgebe. Du meinst, es geht ihnen um einen Posten? Hallo, warum redet ihr so viel? Ich verstehe nichts. Oder nicht? Wie auch immer. Manchmal steht man eben alleine da, wenn man seiner Zeit voraus ist. Ah. Hä? Du willst also alle Kräfte hinter dir bünden. Manche Dinge lassen sich... Könnt ihr jetzt mal aufhören? Okay. Ich glaube, ich kann dir helfen. Hast du auch die möglichen Gefahren bedacht? Ich bin an Gefahren gewöhnt. Du möchtest also die schwarze Flamme loswerden, richtig? Leider weiß ich nicht sehr viel über diese Person. Und wo soll ich da... Sicher nicht auf dieser Seite des Flusses. Sonst wüssten wir bereits, wo sie ist. Im Gebiet der Orks? Oh, oh. Wir würden sicher keine Menschen dulden, auch wenn es Nekromanten sind. Vielleicht doch, wenn ihnen nichts anderes übrig bliebe. Ich wünsche dir jedenfalls... Ein Streit... Magier, okay. Das ist Amber. Amber, ist das eine Frau? Ja, das ist eine Frau, ne? Guck mal nach oben, ich muss dir dein Gesicht sehen. Hallo. Sieht aus wie ein Mann. Es ist noch das ist eine Frau. Her, dass ich von dir gehört habe.
Und was ich sehe, bestätigt die Gerüchte. So. Und was sagen die Gerüchte? Dass es hier jemanden gibt, der offenbar keine Gelegenheit auslässt, sich Ärger aufzuhalsen. Doch anscheinend hast du dich... Es ist nur eine natürliche Folge meiner Arbeit, dass ich Ärger anziehe. Daran ist nichts ungewöhnlich. Da hat man mir etwas anderes erzählt. Aber egal. Wenn du Ärger suchst... Reine Neugier. Na, dann fasse ich mal zusammen. Du bist also neugierig, hast einen Ruf bei der Gemeinschaft und außerdem alle Schwierigkeiten bisher schadlos überstanden. Ha, das könnte sich als nützlich erweisen. Wir sind halt cool. Du bist richtig neugierig. Mit wem habe ich das für... Du kannst mich Amber nennen. Ich bin die persönliche Assistentin von Sigius. Dein Meister scheint sehr beschäftigt. Er ist nicht mein Meister. Sigius ist einfach speziell. Nicht mal die Neidhammel des Rates konnten seine Berufung verhindern. Und bei der Gemeinschaft... Du scheinst wirklich viel von ihm zu halten. Was tut ihr so alleine? In den Ruinen? Ganz alleine? Hoffentlich reden die nicht wieder so viel. Interessiert mich gerade ein bisschen wenig. An Aziral, der ihnen die Kraft gegeben hat. Überlege nur mal, von ihrem Kerngebiet in aus haben sie den... Das überrascht mich. Vielleicht findest du es ja nicht überraschend, aber es wäre schon gut, wenn sich die Leute mehr mit dem Wesen der Orks auseinander... Für die Leute sind es einfach nur Barbaren. Und wer... Ach. Naja, für mich sind die Orks gute und disziplinierte Krieger. Sie... Da kommen wir der Sache schon näher. Ich dachte erst, du wärst einer dieser hirnlosen... Aha. Soll das ein Angebot sein oder ein müdes Kompliment? Kompliment. Ich bin zu beschäftigt für Komplimente. Oh. Nein. Du hast vielleicht das Zeug zur Lösung einer... Du hast vielleicht das Zeug zur Lösung einer schwierigen Aufgabe. Sprich mit Sigius. Er wird dir mehr verraten. Aber eine... Das ist nichts Neues. Gut. Du bist ein Profi. Und weißt, was du tust. Du hast gesagt, dass Aziral der Messias der Orks ist. Was bringt dich auf den Gedanken? Du hast dich offenbar noch nicht mit ihrer Mythologie befasst. Vielleicht plappern sie ja nur nach, was sie irgendwo... Wohl kaum. Ihre Vorstellungen sind dazu viel zu einzigartig. Und warum ist Aziral so... Naja, er hat die Orks von ihr... Aber bis dahin... Entschuldigung, Leute, aber ich kann mir das nicht antun. Guck mal, wie viel das ist, Alter. Das kann ich einfach nicht lesen. Dafür bin ich jetzt viel zu gestresst. Okay, haben sie bei der Magiergilde gestiegen. 110 Erfahrungspunkte erhalten. Und was tut er da? Okay. So, die sind hier einfach nur und erkunden was, wegen den Orks und so einer komischen schwarzen Flamme. Und ich habe jetzt irgendwie eine Quest angenommen, die ich lösen muss. Aber das tue ich nicht. Doch, das tue ich. Aber jetzt nicht, denn jetzt reiten wir erstmal zur Burg da. Ich wollte schon wieder Stadt sagen, das ist aber eine Burg. Ich sag heute sehr viel M. Ich weiß nicht, warum nehme ich heute eigentlich auf? Ich bin einfach total bescheuert heute. Eine Riesenspinne, Schön. Warum schön? Riesenspinnen sind scheiße. So, wir sind in der Burg jetzt angekommen. Und ich hoffe, sie lassen uns auch rein. Ja! Yay, wir sind jetzt hier in der Burg. Sei gegrüßt. Jo, Tag, Alter. Und... Da wir jetzt in der Burg angekommen sind und ich schon sehe, dass es da hinten Quests gibt, wie man auf der Karte sieht, diesen grünen Punkt da. Ne, warte, das ist meine Abgabe. Genau, die muss ich abgeben. Und da ich hier jetzt einiges erledigen muss und meine Zeit schon wieder so wundervoll abgelaufen ist gleich, werde ich mich jetzt hier entspannen. Oh nein! Du brauchst mir nicht Scheiße, nein. Nein, ich wollte aufhören. Oh, Verzeihung. Wo ist nur meine gute Erziehung geblieben? Wünsche einen guten Tag, Fremde. Tut mir leid wegen eben. Ich vermute, es gibt viele Ja, die gibt es. Es werden immer mehr... immer dieselben, die helfen. Außer du wärst in der Lage, den alten Drachen zu bändigen. Ich meine Rose Primsey. Ich selbst war schon immer viel zu weich. Bei mir ist alles überfüllt. In Ordnung, ich bin eine Richtige, wenn es um alte Drachen geht. Ein alter Drachen namens Rose. Ich fürchte für diese also... Der Ungeheuer bin ich nicht zuständig, doch. Wie kommen die ganzen Flüchtigen her? Gibt es einen Grund, warum die alte Dame so hartherzig ist? Tja, die alte Rose. Sie denkt, das Leben ist ihr noch was schuld.
Wie kommen die ganzen Flüchtigen her? Aus den kleinen Siedlungen rund um Katalon. Dort ist es. Auf Wiedersehen. Jo. Okay. Sei gegrüßt. Wir haben jetzt Quest hier. Questtagebuch aktualisiert Flüchtling und Questtagebuch aktualisiert Sprich mit Rose Primsay. Aber ich wollte jetzt aufhören, deswegen höre ich jetzt auch auf und ich wollte hier eine Pause machen. Oh, ein Reisender. Ich glaube, die mögen mich. Okay. Da ist unser Pferd, wir stehen hier und jetzt machen wir ein total cooles Ende, und zwar, dass wir jetzt einfach Schluss machen, und das ist total toll, denn wir sind hier zwischen Palmen und die Musik, oh, die ist gerade so geil. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal.